So, liebe Freunde, ab hier gibt es kein Zurück mehr. Und wir sind auch abgeschnitten von unserem Kumpel. Ich bin gespannt, was uns für Monster hier unten erwarten. Sieht halt echt nicht sehr einladend aus hier unten. So, ein Medkit. Okay, wir müssen wahrscheinlich einfach weiter runter. Und dann hoffe ich, dass wir einen relativ schnellen Weg zum Habitat finden. Ah. Immer tiefer. Gut, wir waren auch relativ hoch, als wir aus dem Fenster geguckt haben. Okay, das hier kommt mir schon ein bisschen merkwürdig vor. Ich denke mal, wir treffen jetzt gleich auf ein paar Freunde. Ja, das ist doch prädestiniert dafür, dass wir hier angegriffen werden. Come on. Wenn hier gibt es auf jeden Fall was. Ah, hier geht's weiter. Sehr schön. Oh Mann. Junge, 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 Herzinfarkt. Das hier gefällt mir sowas von gar nicht. Junge! Kommt der einfach so aus dem Matsch da hoch, ey. Scheiße. Kannst du doch nicht machen. Okay, weiter geht's. Och nö. Der wird jetzt 100 pro noch weggesnackt. Oh mein Gott, der war nicht gerade so gesehen unsichtbar, oder? Das ist nicht cool. Okay, was haben wir hier? Eingang 21C, wird gut bewacht. Ich muss mich beeilen. Bin im Rastersrohr. Es führt zu Tank 6, ja. Aber ich sehe keinen Zugang. Da können wir hoch. Was auch immer hier Geräusche macht, ungeil. Was haben wir denn da? Inventar voll, okay.
Irgendwas ist hier doch irgendwo. Hier kommen wir auch noch durch. Gucken wir mal kurz rein. Hat aber einer nicht komplett aufgegessen. Oh, hier, komplettes Mauerwerk, das gefällt mir besser. Wo zum Henker? Oh, da hinten. Der sieht ja kacke aus. Da haben wir die Sicherung. Da hinten ist noch eine Sicherung. Also irgendwo muss jetzt gleich was kommen und ich wette, dass hier... Boah, ja. Junge. Mit denen ist halt echt nicht zu spaßen. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir jetzt so einfach durchkommen. Ich dachte jetzt eigentlich, wir sind voll im Arsch. Ja, was meinst du, was wir machen, Keule? Auf jeden Fall nicht im Rohr folgen. Gibt hier noch was umsonst? Irgendwas gibt's hier umsonst, sonst wäre das nicht da. Ist denn hier eine Cola oder? Nö. Ich kann sagen, will ich hier überhaupt reingucken? Schön. Okay, easy. Hier kommen wir auch noch durch.
Okay, von da sind wir gekommen. Sehr gut. Cool. Hat sich gelohnt. Aber jetzt folgen wir wirklich mal dem roten Rohr. So, Checkpoint, please. Ach, come on. Das ist doch scheiße. Okay. Bin ja mal gespannt, wann wir die anderen Waffen bekommen. Mit so einer Pistole fühle ich mich jetzt nicht ganz so sicher. Oder mit einer nur Pistole, sagen wir es mal so. Hier geht es auf jeden Fall schon mal weiter. Okay. Ah, okay. Shortcut so gesehen. Hier ist aber auch noch was. Yo ho. So, wir müssen jetzt das da vorne finden. Dazu sollten wir eigentlich nur hier raus und dann links rum. Und ich wette, dann kommt auch unser Wasser, unser Unterwasservieh. Da hinten wollen wir rein. Ich wäre ja oben auf die Rohre geklettert. Wenn ich es machen müsste. So, wir heilen uns einmal vor. Hier haben wir ja ein neues Stimpack. Oder Health Kit, wie auch immer. Ja, kommen wir so langsam wieder nach oben. Oder geht's gleich direkt wieder runter? Okay, hier sieht's auch schon aus, als hätten wir gleich Action. Hey, das war einfach nur lucky. Autsch. Aua, oh. Oh yeah, geil. Okay, das waren die zwei Kollegen. Gut. Schauen wir mal gerade noch, ob wir hier irgendwas haben, was wir mitnehmen können. Da liegt was. Glück gehabt, dass wir hier nochmal hoch sind. Okay, jetzt habe ich es kapiert.
Jetzt kommen doch bestimmt noch mehr. Auf dem Weg zurück 100 Pro. Verdammt! Leider habe ich es nicht geschafft, mir hier vorne den ja, Gasbehälter oder was auch immer zu holen. Hallo, den da. Aber ich musste ja auch hier hingehen. Das ist nicht cool. Das war jetzt schon böse, muss ich sagen. Wie viel haben wir noch? Okay, noch 10 Schuss. Ich sage, wir brauchen dringend mehr Waffen. Wir brauchen ein Arsenal an Waffen. Ach, come on. Fette Arena. Na, da leuchtet was, oder? Ne, Mist. Versuch was wert, aber das ist doch eine fette Arena. Da kannst du mir doch erzählen, was du willst. Sag bloß, Keule. Oh Mann. Mhm. Hier dürfen wir uns aber nicht verlaufen. Wenigstens was zu looten. Ja, nee, ist klar. Jetzt würde ich da jetzt direkt durchgehen.
Leben voll. Okay, hier wissen wir, hier gibt es noch Leben. Gut, wollen wir doch jetzt mal da durchgucken. Hier das, was da so... Das könnte so einer sein. Boah, sieht der scheiße aus. Okay, Versuch war es wert. Wow, Bruder. Was ist mit ihm denn los? Alter. Yo-ho. Der hat's mir aber jetzt hardcore gegeben. Alter. Hier von der Werkbank kann man nichts gebrauchen. Da können wir auch noch was. Ist er gerade gegleitet? Okay. Gut. Wir gehen wieder hoch. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch weiter. Oh, Glück gehabt. Lieber nochmal. Sicher, sicher. Okay. Das heißt, für uns sollte es jetzt hier lang weitergehen? Kann das sein? Was haben wir hier? Okay, heilen können wir uns nicht mehr. Aber das können wir mitnehmen, sehr gut. Das auch. Und da haben wir noch was. Ah, okay, hier geht's nur einmal rum. Da haben wir noch einen. Okay, Inventar ist voll. Gut, okay. Das hieße, wir hätten uns jetzt hier komplett umgeguckt. Und können jetzt theoretisch den Schlüssel benutzen. Also hätten wir eben schon machen können. Aber ich dachte, wir können vielleicht noch ein Stimpack mehr mitnehmen. So, das sollte jetzt gehen. Warum ahne ich Schlimmes? Säuberungsprozess läuft. Was zum... Och nö. Och nö. Oh, holy moly.
Ja, okay, man erkennt sie, glaube ich, ein bisschen. Oh. Haha. Können sie zumindest hören. Ja, denkst du auch, da kommen Hunde oder so. Okay, was ist das? Säuberung abgeschlossen. Zugangslücke geöffnet. Leitersteuerung bitte aktivieren. Bruder, aber ich muss sagen, die waren jetzt mal ein bisschen angenehmer zu bekämpfen. Ah, okay, wollte schon sagen, müssen wir die jetzt irgendwie runterholen oder was? Das hier ist noch nicht der Weg ins Habitat, oder? Das sah sehr viel weiter aus. Also es wäre schön, wenn es das wäre. Ach, come on. Oh, Scheiße! Komm schon! Wird geöffnet. Das ist doch mega fies. Die Dinger geben einfach nicht auf. Ja, ach was. Jetzt ist es aufgefallen. Wenn der mal wüsste, wie oft der eigentlich schon draufgegangen ist. Schade, dass wir keine richtige Taschenlampe haben. Können wir ab und zu mal hier so leuchten. Aber die bekommen wahrscheinlich einfach gescriptet irgendwo raus. Drucktest abgeschlossen. Torventil wird geöffnet. Oh. Torventil wird geöffnet. Einfach treiben lassen. Okay, kleine Rutschpartie, sehr geil. Müssen wir um die Kurve lenken selber? Ja? Okay. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Wenn du so ein Ding zwischen die Beine kriegst, ist aber auch vorbei mit der Familienplanung. Au. Der soll doch nicht mit deinem Schädel bremsen, Keule. Ach, Diggi, was ist denn los mit dir? Siehst ja gar nichts. Da nimmt der einen Speed auf. So, probieren wir das Ganze eben nochmal. A la Tokyo Drift, Junge. Uiuiui. Ja, es ist gar nicht so einfach zu kontrollieren hier.
Heilen kannst du dich halt jetzt auch nicht. Geil. Ja, dann klettern wir doch mal hier hoch. Das kannst du mir sehr gut vorstellen. So, wir heilen uns erstmal. Die könnten halt auch mal ein bisschen mehr bringen oder zumindest mal voll heilen. Ich sag, wie es ist. Da ist auf jeden Fall noch ein Stimpack. Ist soweit erstmal nix. Weil wenn du die kaufen willst, sind die halt auch recht teuer mit 500. So, hier wird's bestimmt auch nochmal lustig. Okay, lass den Kollegen kommen. Ohne Fahrschein. Oh, du krabbelst auch, Junge. Alter. Oh. Dankeschön. Aha. Krabbel zu mir, Junge. Boah, was war das denn, ey? Ein totales Aufgebot an Gegnern. Okay, Patronen haben wir auch kaum noch. Das ist geil. Und da oben waren wir, oder? Kann das sein? Ach ja, also. Oh Mann. Und irgendwo müssen wir wahrscheinlich wieder hoch. Klar und deutlich, Martin. Und gutes Timing. Bin auch gleich da. Ich sehe die Bahnstation auf der anderen Seite. Wir treffen uns dort. So, dann machen wir uns mal darüber. Oh, da ist was.
Da kommt jemand. Da sollten wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Okay, der geht daher. Ich weiß ja nicht, ob ich hier schleichen oder laufen will. Jetzt hat er aber kurz Angst, dass er uns sieht. Dann gehen wir mal da rein. Okay, da müssen wir rein, okay, um den Code zu kriegen. Botanik einsammeln, okay. Da sind fucking Spikes dran, oder? Irgendwas greift uns hier direkt an. Ah, verdammt. Wieder so ein kleines Kackevieh. Ja, hier haben wir sonst nichts. Ja, wunderbar. Versuch was wert. Oh Mann. Ja, ist ja gut, Junge. Reg dich ab, Mann. So, hier können wir noch nichts machen. Wir heilen uns aber mal gerade. Ja, genau. Mach hier halt noch mehr Nebel hin. Ah. Jetzt weich halt mal aus, Junge. Komm, 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 go.
Oh Mann, ey. Das mit dem Nebel ist echt mies. Und wir haben keine Muni mehr. Shit. Das war eine sauknappe Aktion. Einfach nochmal drauf getreten. Hauptsache ist auf jeden Fall tot. Shit. Okay. Nehme ich. Das Ding mitnehmen oder was? Ne. Okay, bei so viel Muni, ja. Da müssen wir irgendwie hoch. Hä? BTF? Einschlagen? Einschlagen. Okay, cool. Und jetzt tauchen wahrscheinlich die Monster auf. Ach, ihr schon wieder. Irgendwas macht hier doch harte Geräusche. Na toll, ich dachte, wir hätten mehr Munition. Warum drücke ich jedes Mal den falschen? Irgendwas brauchen wir doch hier noch. Kannst du mir doch nicht erzählen. Ansonsten wären wir ja hier jetzt voll unnötig reingegangen. Oder haben wir bekommen, was wir wollen? Habt ihr jetzt zumindest nicht gesehen. Hier ist auch nichts, was wir noch machen können. Da haben wir die geklaut. Da haben wir auch alles. Hm.
Ah, okay. Ich bin gespannt, wo uns das hier hinführt. Ach, come on. Ah, hier sind wir. Okay, cool. Ich hab den Abschwercode. Elias, hörst du? Ich heb die Absperrung auf. Gute Arbeit. Ich fahr jetzt in die Station ein. Ich kann sie nur leider nicht erreichen. Der Steg ist eingestürzt. So, damit hätten wir auch jetzt die Schrotflinte, liebe Freunde. Aber wir müssen hier ganz kurz wechseln. So, jetzt müssen wir uns einmal hier durchdrücken. Wir werden jetzt hier ein paar Mal angegriffen. Aber das ist, für was wir vorhaben, eigentlich fast egal. Wir wollen nämlich zum Technikraum. So, das machen wir uns einmal hier durch. Sieht zumindest schon mal gut aus. So, damit wären wir dann schon mal im Technikraum, liebe Freunde. So, das Ding kannst du mal wegpacken, Keule. Okay, da ist noch zu. Das heißt, wir machen uns erstmal hier runter. Ich bin mal gespannt, was wir hier unten finden werden. Hui. Ah, der hat es auch nicht gerade leicht gehabt, der Kollege. Tja, kommt vor. Gut. Wir machen uns dann mal weiter. Na, ja, da vorne spinnt schon irgendwas. Haben wir hier irgendwas? Nö, nö. Da haben wir eine Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Haha, das war ein Triple Hit. Genau. Einen ganzen Gesundheitsinjektor, okay, cool. Blindenmunition, auch schon mal schön. Haben wir noch einen vergessen, Platz zu machen? Die schaffen wir, oder? Okay, cool.
Da wollen wir auf keinen Fall reingeraten. Sonst gehen wir nämlich ordentlich fliegen. Okay, hier können wir uns durchdrücken, sehr schön. Was haben wir denn hier? Jacob, hey, hier drüben! Komm rauf, ist nicht so übel. Da soll ich hochklettern? Tja, willst du von diesem Felsen runter? Ja, gutes Argument. Oh mein Gott. Jetzt guck nicht noch 5 Stunden runter, geh einfach da hoch, Junge. Ganz ehrlich, sieht scheiße aus. Ich seh scheiße aus? Ich riech auch so! Jemand nicht erwähnt, dass ich baden muss. Oh mein ich Gott. Ich hab gesagt, dass es nicht leicht wird. Aber du hast es ja geschafft. Naja, wir beide. Wo klettern wir denn eigentlich hin? Kann er nicht gerade einfach hochklettern? Klettert er von einem Loch Komm, zum nächsten? Reich mir die Hand. Ja, Junge, kletter halt einfach mal. Kann man auch jetzt loslassen, ey. Scheiße, Mann! Die Biester verändern sich! Mutieren! Ja, ich denke, wir sollten von hier verschwinden. Hey, warum der Anzug? Die Station nahm bei der Räumung Schaden. Wir müssen raus, um zur Bahn zu kommen. Da, zieh einen Anzug an. Der Sturm kommt immer näher. Wenn du soweit bist, starte ich die Schleuse. Ich habe dich nie gefragt, wofür sitzt du? Was? Hast du Angst, dem Mörder zur Flucht zu verhelfen? Ja, schon. Nun, das tust du. Und jetzt? Pass auf. Das ist lange her, okay. War Selbstverteidigung. Falscher Ort, falsche Zeit. Ich habe damals viele Fehler gemacht. Ja, ich denke, du hattest wohl einfach Pech. Nein. Nein, nein. Ich habe anderen die Schuld gegeben, bis ich merkte, dass sie bei mir lag. Keiner entkommt seiner Schuld.